Okay, hallihallo Freunde, willkommen zurück. Also, ich habe jetzt ein bisschen Samen gesammelt. Ich habe mich entschieden. Ich habe sogar zu Hause noch nachgeschaut, ob ich noch mehr habe. Ob ich vielleicht noch Karotten und Kartoffeln habe. Aber leider nein. Hatte ich nicht. Weil meine Farm verschwunden ist, ist auch meine Truhe dazu verschwunden. Dort rein habe ich nämlich die Karotten und Kartoffeln reingetan, die ich noch übrig hatte. Die haben sich leider auch in Luft aufgelöst, alle. Das heißt, ich kann jetzt hier nur Weizen anpflanzen. Das ist das Beste, was ich tun kann. Und noch ein paar Kürbissamen. Aber mehr auch nicht. Damit hat es sich auch schon. So. Dann können sie hier nicht wegwachsen. Dann müssen sie die Kürbisse hier hin tun, wenn sie wachsen. Okay, das ist im Moment alles, was ich tun kann. Ein Feld ist immerhin voll. Das zweite nicht. Aber immerhin ein bisschen. Aber wisst ihr was? Das gefällt mir. Das Wasser gefällt mir nicht. Wir machen das jetzt so. Ich habe mich doch noch nach Hause geflogen, um ein bisschen zu schauen. Aber das hat sich jetzt ja erledigt. So. Das wäre gut. Das wäre erledigt. Und hier, ja, das ist immer noch geclaimed, dieses Land. Das ist immer noch im Besitz eines Fremden. Ah, mein Erdeturm ist auch noch hier auf der letzten Folge. Das weiß ich noch, genau. So, erledigt. Dieser Stall, ich weiß gar nicht genau. Ja, hier sind da noch ein paar Zäune rausgebrochen. Die können wir noch ersetzen. Holz haben wir hier zur Verfügung. So. Aber dann brauchen wir noch eine Werkbank. Aber das ist ja kein großes Hindernis. Machen das jetzt so, dann haben wir gleich 6 Zäune. Das sollte ein bisschen reichen. Tatsächlich, hier ist ein Gehege. Das hat jemand gegrieft und die Tiere freigelassen, möglicherweise. Und die restlichen sind dann wahrscheinlich despawned. In der letzten Folge haben wir das unberührt gelassen. Den Zombie sperren wir ein. Die zwei Zombies, besser gesagt. Oder auch nicht. Aber jetzt werden sie eingesperrt. Wetten, hier ist auch noch ein Loch drin. Hier komischerweise nicht, nein. Offensichtlich nicht. Hier auch nicht. Gut so. Das ist richtig fantasievoll gemacht. Wow. Das hätte ich nicht besser gekonnt. Und hier sind jede Menge Zombies. Alles ist schon wieder Nacht. Das nervt schon ein bisschen, wenn ich hier euch das zeigen will und hier spawnen immer wieder diese stürmenden Zombies. So, weg mit dem Wasser. Ah, und mein Wasser, mein altes Wasser ist hier auch noch oben. Genau. Das habe ich ja aus Versehen hier runterfallen lassen. Indem ich den Wasser einfach verschwinden lassen wollte. Das funktioniert einfach nicht. So, endlich. Jetzt müsste es funktionieren. Ja, Tatsache, das Wasser verschwindet. Gut. Und weg ist es.
wurde ich ja zweifelsohne gegrieft. Zweifelsohne. Jetzt bin ich mir absolut sicher, dass es so ist. Und dann hat der Besitzer dieses Grundstücks sich wohl gedacht. Vergiss es, ich geb's auf. Verlasse ich dieses Grundstück für immer. Schade, können wir uns nicht mehrere Homes setzen, also mehrere zu Hause, bei denen wir spawnen können. Dann würde ich mich ja definitiv auf eines hinsetzen. Schnellreisen geht ja leider nicht, auch wenn es nicht sehr weit vom Spawn entfernt ist. Nur ein paar tausend Blöcke. Rülps-Rülps. Genau, das hier oben wollten wir ja noch reparieren. Stein könnten wir auch noch ersetzen. Wir könnten ja eigentlich noch so vieles machen. Ja, einsetzen. Hier oben war auch noch was, das weiß ich noch. Hier. So. Perfekt. Ja gut, sonst mache ich das mal off-cam. Ich glaube nicht, dass ihr das ja alles sehen wollt. Falls doch, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann zeige ich euch, was ich alles gemacht habe. Aber sonst nicht. Das kann ich im Nachhinein auch noch euch zeigen und aufnehmen. Aber hier sollten wir wenigstens ein bisschen aufräumen. Hier zum Beispiel auch so. Weg damit. So, der Stall sieht schon sehr viel besser aus. Jetzt, die Zombies, die sind ja einfach überall. Hier ist ein Blockzerstörer in der Nähe. Ein Skelettschreiber. Ach, Moment mal, wenn wir einen Blockzerstörer hier hinten blocken könnten, dann könnten wir möglicherweise die geklemmten Blöcke zerstören und dann da reingehen. Dann wüssten wir, was da drin ist. Das wäre garantiert interessant. Ja, Jackpot. Hier, dieser Blockzerstörer soll hier hinkommen. Falls es geht, ich bin mir aber dazu gar nicht sicher. Ah. Das hier ist so eine komische Konstruktion, von der ich keine Ahnung habe, was es sein sollte. Na, komm hier rüber. Komm hier hin. So. Es funktioniert! Leute, es funktioniert! Wir können die Blöcke zerstören. Dank diesem Eiswanderer. Jackpot, wir sind drin. Yes, wir sind drin. Ja, haha. Ich hab's geschafft. Das sieht nicht so leicht, aus. Aber wer weiß, wenn ich sie bis gerade machen muss. Hier ist sogar dein Shop. Wow. Aber alles out of stock.
Vielleicht hätte dieser Spieler auch jedes Grundstück hat. Eine Endertruhe wollte ich eigentlich auch noch machen. Aber das ist kein großes Hindernis, dass ich noch im Netheren habe und sammeln. Denn dein eine Enderperle opfern. Und dann geht das schon. Enderperlen sind wirklich das etwas vom Seltensten, was man hier kriegen kann. Wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so geht. Aha, jetzt verstehe ich. Der wollte sehr wahrscheinlich hier die Tränke selber brauen. Selbstständig brauen lassen, aber die Kisten hier scheinen leer zu sein. Hier auch. Tatsächlich. Und hier würden sie dann hingehen. Hineingehen. Die werden wahrscheinlich einmal die Flaschen reingetan. Und einmal die Zutaten. Für den Trank. Und dann kann er sie hier rausnehmen. Tatsache, es sieht ganz so aus. Ja, es ist so. Hier sieht man es. Ganz klein bisschen sieht man es. Wow, Superheld. Jetzt ist das Meer. Raus. Aber na gut, da muss ich mich eben zum Spawn teleportieren. Falls nötig wieder hier hinfliegen, aber das will ich sowieso im Moment nicht. Ja, und die Kletterer hoch. Gut. Weil repariert habe ich das Ganze hier. Also alles, was ich im Moment machen kann. Jetzt muss ich nur noch zurückkehren. So. Weil etwas habe ich euch noch vergessen zu zeigen. Nämlich, meine Steinproduktion habe ich verbessert. Hier unten. Ja. Habe ich jetzt eine Truhe und zwei Trichter hier unten gebaut. Und hier seht ihr das. Habe ich Treppen hingebaut. Damit das Wasser hier nicht sichtbar ist. Nicht direkt zumindest. So, dann reparieren wir das so wieder. So, jetzt. Dann kann ich hier ganz effizient Stein farmen. Die Werkbank ist eigentlich für ursprünglich hier. Damit ich, wenn ich, falls ich noch eine Steinspitzhacke hätte. Dann könnte ich hier, wenn ich das ja abbaue, dann könnte ich hier direkt wieder eine neue craften. Vorausgesetzt, ich habe das Holz dazu. Gute Steine natürlich, aber egal. Ja, und hier kann ich schon viel effizienter machen. Sammeln. Ein Teil wird von mir aufgesammelt und der andere hier. Aber gut. Also von mir, von meiner Seite wäre es das soweit gewesen, aber etwas hätte ich noch beinahe vergessen. Ich habe hier meinen Turm noch etwas sicherer gemacht. Hier habe ich nicht nur die Vorderseite aus Obsidian, sondern hier alle vier Seiten. Habe ich alles aus Obsidian gebaut. Mit dem Preis, dass es etwas dunkler ist. Jetzt ist es in meinem Turm ein bisschen dunkler im untersten Geschoss. Aber sonst ist es... Ist es sicherer. Jetzt können diese Bomber hier nicht mehr meinen Turm zerstören. Der ist jetzt schuss- und explosionssicher. So soll es bleiben. Und ja gut, dann vielleicht mache ich auch nochmal ein Video. Vor allem, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr das wirklich wollt, dann könnt ihr es mir auch sagen, dass ihr das wollt. Und ja, dann, wenn ich hier nichts mehr habe, dann werde ich auch für heute aufhören.
Wow. Und ein anderes Mal weitermachen, weil jetzt werde ich ja mein Fell reparieren und noch ein bisschen mehr Land mir erobern, damit das Fell hier nicht mehr verschwinden kann. Ja gut. Und dann wär's das, wie schon gesagt, von mir gewesen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.